Wer ist dieser Johann Peter Hebel? Wir hören den Namen noch hier und da in der Volksschule. Wir lernen in dem Lesebuch einige seiner Gedichte und behalten das eine oder andere im Gedächtnis. Wir hören den Namen Johann Peter Hebel auch zuweilen noch beim Lesen dieser oder jener seiner Kalendergeschichten. Es ist gut, den Lebensgang dieses Dichters zu kennen, denn dieser Lebensgang fügte es, dass der in diesem Manne schlummernde dichterische Quell zum Springen kam. Über die Hälfte seines Lebens verbrachte Hebel fern der Heimat. Karlsruhe war nämlich für ihn schon ferne, weil die Nähe des Geburts- und Kindheitslandes unablässig den Wiesentäler auf eine unwiderstehliche Weise durchstimmte und zu sich rief. Die Säfte und Kräfte der heimatlichen Erde und der stämmig heitere Sinn der dortigen ihm zugeneigten Menschen blieben in Hebels Gemüt und Geist lebendig. Sein einziger Lebenstraum als Pfarrherr eines Dorfes im Markgräfler Land leben und wirken zu dürfen, erfüllte sich indessen nicht. Allein der Zauber der Heimat hielt Hebel im Bann. Aus der Sehnsucht nach der Heimat entstanden seine alemannischen Gedichte. Wir könnten meinen, Hebels Dichtung sage, weil sie Dialektdichtung sei, nur von einer beschränkten Welt. Man meint überdies, der Dialekt bleibe eine Misshandlung und Verunstaltung der Hoch- und Schriftsprache. Solches Meinen irrt. Die Mundart ist der geheimnisvolle Quell jeder gewachsenen Sprache. Aus ihm strömt uns all das zu, was der Sprachgeist in sich birgt. Was birgt der Geist einer echten Sprache? Er verwahrt in sich die unscheinbaren, aber tragenden Bezüge zu Gott, zur Welt, zu den Menschen und ihren Werken, ihrem Tun und Lassen. Dieses Gültige lebt in der Sprache auf, aber es stirbt auch mit ihr ab, sobald eine Sprache den Zustrom aus jenem Quell entbehren muss, der die Mundart ist. Johann Peter Hebel wusste dies klar. Demgemäß ist Johann Peter Hebel kein bloßer Dialekt- und Heimatdichter. Hebel ist ein weltweiter Dichter. Darum fragen wir noch einmal, wer ist Johann Peter Hebel? Wir nehmen die Antwort auf diese Frage jetzt vorweg, indem wir sagen, Johann Peter Hebel ist der Hausfreund. Die Antwort klingt zunächst befremdlich, wenn nicht gar unverständlich. Hausfreund, ein schlichter Name, aber ein tief und weitsinniges Wort. Kraft einer wundersamen Hellhörigkeit
hat Hebel den Namen Hausfreund gefunden. Und das erregend Mehrdeutige des Namens festgehalten. Hebel wählte diesen Namen für den von ihm herausgegebenen badischen Landkalender. Doch zugleich erkannte Hebel in dem Kalendertitel Hausfreund das Wort, das seine eigene dichterische Bestimmung nennt. Hebel wurde, wie er 1811 an das großherzogliche, hochpreisliche Ministerium in Karlsruhe schreibt, durch die schöne Idee begeistert, den Kalender des rheinischen Hausfreundes zur willkommenen, wohltätigen Erscheinung und womöglich zum vorzüglichsten Kalender in ganz Deutschland und zum siegenden in jeder möglichen Konkurrenz zu machen. Heute hat die Illustrierte Zeitung den alten Kalender abgelöst und vernichtet. Jene, die Illustrierte, zerstreut, zersetzt, schlägt Wesentliches und Unwesentliches auf die gleiche, einförmige Ebene des flachen, flüchtig verfänglichen und auch schon Vergangenen. Dieser, der Kalender, vermochte einst das Bleibende im Unscheinbaren zu zeigen und das wiederholende Lesen und Nachdenken wach zu halten. Indes hat Hebel der schönen Idee seines Kalenders, ohne es zu ahnen, über den heutigen Tag hinaus zu einem Glanz verholfen, der immer neu das Sinnen und die Sinne der Menschen verzaubert. Wie geschah dies? Dadurch, dass Hebel zu dem wurde, der er war, zum Hausfreund. Das schlichte, aber gleichwohl hintergründige Wort Hausfreund ist der Name für den Grundzug von Hebels Dichtertum. Sieht man freilich das Geschäft des Dichters ausschließlich in der Hervorbringung von Gedichten, dann kann man behaupten, Hebel habe nach der Veröffentlichung der alemannischen Gedichte aufgehört zu dichten. Indes sind die Gedichte für Freunde ländlicher Natur und Sitten nur der Beginn seines weltweiten Dichtertums. Dieses wird erst durch die Erzählungen und Betrachtungen des Hebelschen Kalenders edelste deutsche Sprache. Hebel, der in einer hellen Nähe zur Sprache lebte, wusste von diesem Schatz. Er wählte nach eigenem dichterischem Ermessen die schönsten Stücke, die er in den Kalender des rheinischen Hausfreundes gegeben hatte, aus. So schränkte er den Schatz auf das Kostbarste ein, baute ihm ein Schränklein und schenkte es im Jahre 1811 der ganzen deutschen Sprachwelt als Schatzkästlein.
das Sinnen und Bilden, wodurch das Schatzkästlein zu dem Sprachwerk wurde, dem unsere Bewunderung gilt, ist jene dichterische Gebärde, an der wir Hebel als den Hausfreund erkennen. Was wir gewöhnlich sehen von der Welt, von den menschlichen und göttlichen Dingen, wird durch das dichterische Sagen in das Kostbare und in den Überfluss des Geheimnisvollen umgeprägt. Das umprägende Veredeln geschieht durch eine gesteigerte Sprache. Aber die Steigerung geht ins Einfache. Die Sprache ins Einfache steigern, dies heißt, alles in den milden Glanz des ruhig klingenden Wortes verwandeln. Dieses veredelnde Sagen kennzeichnet das Dichtertum Johann Peter Hebels. Auf welche Weise ist Hebel der Freund und welchem Haus? Zunächst denken wir an die Häuser, darin Land- und Stadtleute wohnen. Denken wir das Zeitwort Wohnen weit, wesentlich genug. Dann nennt es uns die Weise, nach der die Menschen auf der Erde, unter dem Himmel, die Wanderung von der Geburt bis in den Tod vollbringen. Diese Wanderung ist vielgestaltig und reich an Wandlungen. Überall bleibt jedoch die Wanderung der Hauptzug des Wohnens, das heißt des menschlichen Aufenthalts zwischen Himmel und Erde, zwischen Geburt und Tod, zwischen Freude und Schmerz, zwischen Werk und Wort. Nennen wir dieses vielfältige Zwischen die Welt, dann ist die Welt das Haus, das die Sterblichen bewohnen. Dem Haus, das die Welt ist, ist der Hausfreund der Freund. Nun könnte man, und sogar mit einem gewissen Recht sagen, Hebels Betrachtungen über das Weltgebäude folgten nur dem Zug seines Zeitalters, das der Aufklärung huldigte. Diese Feststellung ist zwar richtig, allein sie verkennt durchaus, was Johann Peter Hebel, der Hausfreund, mit seinen Betrachtungen über das Weltgebäude im Sinn hat. Wonach der Sinn Hebels steht, merken wir erst, wenn wir wissen, wer der eigentliche Hausfreund ist. Das ist, was uns überraschen muss, keineswegs Hebel. Der eigentliche Hausfreund der Erde ist der Mond. Wie der Mond durch sein Scheinen, so bringt der irdische Hausfreund Hebel durch sein Sagen ein Licht, und zwar ein mildes. Der Mond bringt das Licht in unsere Nächte, aber das Licht, das er bringt, hat er nicht selbst angezündet. Es ist nur der Widerschein, den der Mond zuvor empfangen hat von seiner Sonne, deren Glanz zugleich die Erde bescheint.
in allem, was der Hausfreund sagt. Hütet er das Wesenhafte, dem die Menschen als die Wohnenden zugetraut sind, dass sie freilich allzu leicht verschlafen. Der Hausfreund ist, wie der oberste Generalnachtwächter der Mond, einer, der wach bleibt in der Nacht. Er wacht über die rechte Ruhe der Wohnenden, achtet auf das Bedrohliche und Störende. Als der erste Kalendermacher zeichnet der Mond den Stundengang der Zeiten vor. So geht das dichterische Sagen den Sterblichen auf ihrem Weg von der Geburt zum Tod voran. Am Anblick des Mondes lässt uns Hebel das Wesen des Hausfreundes ablesen. Weg und Weile, Haltung und Gebärde des Hausfreundes sind ein einziges, eigentümlich verhaltenes, zugleich wachsendes Scheinen, das alle Dinge in ein mildes, kaum merkliches Licht eingehen lässt. Im unauffälligen Sagen, das sein Zusagendes im Ungesagten lässt, fließt das Freundliche des Hausfreundes den Lesern zu. In solchem Sagen findet und behält der Hausfreund eine Zuwendung zum Wohnen der Sterblichen, dadurch er im Haus der Welt einkehrt und dennoch so ihr Gast ist, als sei er es nicht. Hausfreund, das ist der weit vorausblickende und zugleich verschleiernde Name für das Wesen dessen, den wir sonst einen Dichter nennen. Der Hausfreund will weder nur belehren noch erziehen. Er lässt den Leser gewähren, damit dieser von sich aus in jene Zuneigung zum Wesenhaften gelange, zu dem sich der Hausfreund vorneigt, um mit uns zu sprechen. Welches Gespräch hat der Freund des Hauses, das die Welt ist, im Sinn? Der Hausfreund möchte seine Leser geneigt machen, dem nachzudenken, was sich in den Vorgängen und Zuständen der Natur bekundet, die unsere bewohnte Welt durchwalten. Darum stellt er die Natur seinen Lesern auch so dar, wie sie der Naturkündiger und Sternseher der neuzeitlichen Naturwissenschaft, der rechtschaffene Kopernikus, vorstellt. Nämlich in Zahlen, Figuren und Gesetzen. Wir sagen mit Bedacht, der Hausfreund zeigt die Natur auch in ihrer wissenschaftlichen Berechenbarkeit, aber er verliert sich nicht in diese Naturauffassung. Der Hausfreund lenkt zwar den Blick auf die berechenbare Natur, holt jedoch die so vorgestellte Natur zugleich in die Natürlichkeit der Natur zurück. Diese Natürlichkeit der Natur ist in ihrem Wesen und daher auch geschichtlich um vieles älter als die Natur
im Sinne des Gegenstandes der neuzeitlichen Naturwissenschaft. Das Natürliche der Natur ist jenes Auf- und Untergehen der Sonne, des Mondes, der Sterne, das die wohnenden Menschen unmittelbar anspricht, indem es ihnen das Geheimnisvolle der Welt zuspricht. Goethe schreibt zwar in seiner Besprechung der alemannischen Gedichte Hebels: Der Verfasser verwandelt die Naturgegenstände zu Landleuten und verbauert auf die naivste, anmutigste Weise durchaus das Universum, sodass die Landschaft, in der man denn doch den Landmann immer erblickt, mit ihm in unserer erhöhten und erheiterten Fantasie nur eines auszumachen scheint. Hebel verbauert das Universum. Dieses Urteil klingt hart und ist doch freundlich gemeint. Es rührt sogar an eine Frage, die gerade das spätere Dichten und Denken Goethes unablässig bewegt. Was ist es denn, was auch wir und erst recht wir heute eines inständigen Fragens würdigen müssen? Es ist jenes Fragwürdige, das sich inzwischen ins Unermessliche und Undurchschaubare gesteigert hat und unser Zeitalter fortreißt. Wir wissen nicht, wohin. Es ist jenes Fragwürdige, wofür wir heute noch nicht einmal den rechten Namen kennen, dass sich die technisch beherrschbare Natur der Wissenschaft und die natürliche Natur des gewohnten, gleichfalls geschichtlich bestimmten Wohnens des Menschen wie zwei fremde Bezirke gegeneinander absetzen und mit einer ständigen Beschleunigung immer weiter voneinander wegrasen. Es ist jenes Fragwürdige, dass die beherrschbare Natur als die vermeintlich wahre Welt alles Sinnen und Trachten des Menschen an sich reißt und das menschliche Vorstellen zu einem bloß rechnenden Denken verändert und verhärtet. Es ist jenes Fragwürdige, dass die natürliche Natur in das Nichtige eines Fantasiegebildes herabsinkt und nicht einmal mehr die Dichter anspricht. Es ist jenes Fragwürdige, dass die Dichtung selbst keine maßgebende Gestalt der Wahrheit mehr zu sein vermag. Dies alles lässt sich auch so sagen. Wir irren heute durch ein Haus der Welt, dem der Hausfreund fehlt. Jener nämlich, der in gleicher Weise und Stärke dem technisch ausgebauten Weltgebäude und der Welt als dem Haus für ein ursprünglicheres Wohnen zugeneigt ist. Jener Hausfreund fehlt, der es vermöchte,
die Berechenbarkeit und Technik der Natur in das offene Geheimnis einer neu erfahrenen Natürlichkeit der Natur zurückzubergen. Dieser Hausfreund verbauert allerdings das Universum. Aber dieses Verbauen hat die Art jenes Bauens, das auf ein ursprünglicheres Wohnen des Menschen hinausdenkt. Dafür braucht es Bauende, die wissen, dass der Mensch durch die Atomenergie nicht leben, sondern höchstens umkommen. Das heißt, sein Wesen verlieren muss, auch dann, wenn die Atomenergie nur zu friedlichen Zwecken genutzt wird und diese Zwecke für alle Zielsetzung und Bestimmung des Menschen allein maßgebend bleiben. Johann Peter Hebel ist Dichter in der Gestalt des Hausfreundes. Wir heutigen können freilich nicht mehr in die von Hebel vor anderthalb Jahrhunderten erfahrene Welt zurück, weder in das unversehrte Ländliche jener Zeit, noch zu ihrem beschränkten Wissen von der Natur. Aber wir können darauf merken, dass und wie das Dichterische des menschlichen Wohnens den Dichter braucht, der in einem hohen und weiten Sinne der Freund ist dem Haus der Welt. Wir können vorausblicken auf das, wohin Johann Peter Hebel winkt, wenn er den Dichter als den Hausfreund denkt, der das Haus der Welt für das Wohnen der Menschen zur Sprache bringt. Dies heißt, vormals Ungesprochenes, nie Gesagtes, allererst ins Wort heben und bislang Verborgenes durch das Sagen erscheinen lassen. Bedenken wir das Sagen nach dieser Hinsicht, dann zeigt sich, die Sprache birgt den Schatz alles Wesenhaften in sich. Was in Johann Peter Hebels Schatzkästlein verborgen ist, haben heute nur wenige schon ganz ermessen. Die deutsche Schriftsprache, in der Hebels Betrachtungen und Erzählungen sprechen, ist die einfachste, hellste, zugleich bezauberndste und besinnlichste, die je geschrieben wurde. Die Sprache des Hebelschen Schatzkästleins bleibt die hohe Schule für jeden, der sich anschickt, maßgebend in dieser Sprache zu reden und zu schreiben. Das Geheimnis der Sprache des Schatzkästleins ruht darin, dass Hebel es vermochte, die Sprache der alemannischen Mundart, der Hoch- und Schriftsprache einzuverleiben. Im gegenwärtigen Zeitalter bringt sich zufolge der Hast
und Gewöhnlichkeit des alltäglichen Redens und Schreibens ein anderes Verhältnis zur Sprache immer entschiedener in die Vorherrschaft. Wir meinen nämlich, auch die Sprache sei nur, wie alles Tägliche sonst, womit wir umgehen, ein Instrument, und zwar das Instrument der Verständigung und der Information. Diese Vorstellung von der Sprache ist uns so geläufig, dass wir ihre unheimliche Macht kaum bemerken. Die Vorstellung von der Sprache als eines Instruments der Information drängt heute ins Äußerste. Das Verhältnis des Menschen zur Sprache ist in einer Wandlung begriffen, deren Tragweite wir noch nicht ermessen. Der Verlauf dieser Wandlung lässt sich auch nicht unmittelbar aufhalten. Er geht überdies in der größten Stille vor sich. Zwar müssen wir zugeben, dass die Sprache im Alltag wie ein Mittel der Verständigung erscheint und als dieses Mittel für die gewöhnlichen Verhältnisse des Lebens benutzt wird. Allein, es gibt noch andere Verhältnisse als die gewöhnlichen. Goethe nennt diese anderen Verhältnisse die tieferen und sagt von der Sprache: Im gemeinen Leben kommen wir mit der Sprache notdürftig aus, weil wir nur oberflächliche Verhältnisse bezeichnen. Sobald von tieferen Verhältnissen die Rede ist, tritt zugleich eine andere Sprache ein, die poetische. Dieses tiefere Verhältnis des menschlichen Daseins nennt Johann Peter Hebel, wenn er einmal schreibt: Wir sind Pflanzen, die, wir mögen es uns gerne gestehen oder nicht, mit den Wurzeln aus der Erde steigen müssen, um im Äther blühen und Früchte tragen zu können. Die Erde, dieses Wort nennt in Hebels Satz alles das, was uns als Sichtbares, Hörbares, Fühlbares trägt und umgibt, befeuert und beruhigt. Das Sinnliche. Der Äther, der Himmel, dieses Wort nennt in Hebels Satz alles das, was wir vernehmen, aber nicht mit den Sinnesorganen, das Nicht-Sinnliche, den Sinn, den Geist. Weg und Steg aber. Zwischen der Tiefe des vollkommen Sinnlichen und der Höhe des kühnsten Geistes ist die Sprache. Inwiefern? Das Wort der Sprache tönt und läutet im Wort laut, lichtet sich und leuchtet im Schriftbild. Laut und Schrift sind zwar Sinnliches, aber Sinnliches darin je und je ein Sinn verlautet und erscheint. Das Wort durchmisst
als der sinnliche Sinn die Weite des Spielraums zwischen Erde und Himmel. Die Sprache hält den Bereich offen, in dem der Mensch auf der Erde unter dem Himmel das Haus der Welt bewohnt. Johann Peter Hebel, der Dichter, wandert hellen Sinnes auf den Wegen und Stegen, als welche wir die Sprache erfahren können. Wir können es, wenn wir die Freundschaft suchen mit dem Freund, der als Dichter selbst Freund ist dem Haus der Welt. Mit Johann Peter Hebel, dem Hausfreund.